Hi Leute, diesmal geht es um einen Sender, um einen, ich glaube es ist eher ein Modulator, 3-Kanal AM-Transmitter. Da ist ein Batteriefach für eine 18650er da. Ich habe da mal eine, die voll aufgeladen ist, eine LED, eine Audio-Input-Buchse, ein Trafo und drei Quarz-Oszillatoren. Einmal 1 MHz, einmal 3 MHz und einmal 5 MHz. Und hier, wenn ich mir die Leiterbahnfüllung so anschaue, sehe ich, dass da hier die LED mit dem Widerstand in Reihe zum Oszillator und dann da hoch geht zu den Chamberbuchse. Der linke, das wird der Oszillator, der mittlere wird der Oszillator und der rechte ist der Oszillator. Also darüber kriegt der Strom, also auf 1. Und hier 1, 2, 3, da sehe ich, dass eins von der Antenne einfach dahin geht. Und die anderen wohl nur zu den 1, 2, 3 Oszillatoren gehen. Also 1, 1, werde dann 1 MHz AM. Jetzt will ich den mal ausprobieren. Ich mache mal eine 18650 rein. Minus ist hier. Genau, hier Minus. Hier Plus, Minus, Plus. Und es leuchtet noch nichts. Aber ich glaube, dass der hier noch einen Schalter hat hier. Dass ich die Stromversorgung erst einschaltet, wenn ich ein Audiokabel reinstecke. Also stecke ich mal ein Audiokabel rein und es leuchtet. So. Jetzt will ich mal wissen, was da rauskommt. Das heißt, ich mache hier mal auf Masse und auf Antenne einen Oszilloskop-Tastkopf ran. Einmal Masse und einmal auf Ant. Was kommt da raus? Der Tastkopf, der hat auch eine geringe Kapazität. Und jetzt schaue ich mal auf den Oszi und da sehe ich, ja, Sinus ist es nicht. Es ist sehr oberwellenreich. Irgendwie 50 kHz. 50.000 Hertz. Also irgendwie beim Autoset machen. Mal schauen. Was kommt denn dabei raus? Kommt nicht wirklich was raus. Auch nicht wirklich eine Frequenz. Also irgendwie. Dann drehe ich mal Audio auf. Audio habe ich jetzt auf 27. Und das sehe ich halt auch noch nicht besonders viel. Also so sauber ist das Signal wohl nicht, was da rauskommt. Ich messe 50 Hertz irgendwie. Irgendwie messe ich 50 Hertz. Gehen wir mal auf die Masse her. Masse auf die Masse, immer noch 50 Hertz. Masse auf Ant. Ruhig. Masse auf Masse hier. Okay, ich messe eher 50 Hertz als das Modulationssignal. Scheinbar ist es sehr schwach. Gucke ich mal mit dem Mittelwellenradio. Den habe ich schon auf 1 MHz eingestellt. Und der funktioniert schon. Also, das hier ist mein... Aber ich muss ziemlich laut aufdrehen, dass die Modulation laut ist. Es geht ein bisschen. Hier fängt schon an, schwächer zu werden. Aber es geht schon auf 1 MHz. Ja, funktionieren tut der. Und er ist nicht mal so schwach, wie ich dachte. Nur irgendwie messe ich mit Oszi da nicht wirklich was. Da messe ich mir die 50 Hertz. Dann stelle ich hier mal um auf 2. 2. Und hier auch auf 2. 2. Da messe ich immer noch die 50 Hertz, was doof ist. Da müsste ich echt mal gucken, wo geht denn das hin? Ist da irgendwie ein Kondensator dazwischen oder so? Das geht dahin. Diese Stromversorgung, eins von denen. Oder ist das hier nicht Masse? Ich glaube, das ist nicht Masse. Nee, das ist nicht Masse. So wie es aussieht, ist das nicht mit Masse verbunden. Nicht mit Minus. Minus ist hier. Aber das ist nicht mit Minus verbunden. Okay, dann verbinde ich den Tastkopf mal mit Minus. Das ist ja doof, wenn die Schraubenlöcher hier isoliert von Minus sind. Da muss ich Minus so anstecken. Mal schauen, ob ich jetzt die Hochfrequenz messen kann. Jetzt schaut schon besser aus. Ich bin jetzt auf 3 MHz. Also 3 MHz Quarz. Den in die Mitte, den in die Mitte. Und jetzt hier. Ah, schaut schon besser aus. 3 MHz. Mittelwert. Ich habe 4,5, ich habe fast 5 Volt hier. Okay, wenn ich die wirkliche Masse nehme, bei 3 MHz, dann müsste ich durch die Oberwellen, weil es ein Rechtecksignal ist, ja auf 6 MHz hier den empfangen. Also gucken wir mal bei 6 MHz.
Genau, das empfangen wir auf 6 MHz. Also das funktioniert auch. Lautstärke muss ich nur sehr laut aufdrehen, damit es laut ist. Aber das funktioniert. Nur die Masse, die Eckpunkte sind nicht Masse. Das ist ein bisschen verwirrend, dass die Eckpunkte nicht Masse sind. Also das funktioniert auch. Gut, bei 6 MHz ist das Signal sogar einigermaßen stark. Dann gehen wir mal auf 3. Und hier auch auf 3. Dann wären wir beim dritten Oszillator. Und der hat 5 MHz, wie es aussieht. Und es ist, so wie es aussieht, nur einfach nur ein Schwingquarz und ein Audiotransformator. Und hier schaut es so aus. Ah, man sieht die Modulation hier oben sogar. Ich habe jetzt 4,99997, also 5 MHz. 5 MHz, bei empfangen wir das auf 10, glaube ich, also auf 3. Aber 10 MHz können wir das empfangen auf Kurzwelle. Irgendwie empfange ich, ah doch, da ist er irgendwo. Da empfange ich ihn, es stört noch anderes rein. Aber 10 MHz schaut gut aus. Und die Modulation ist so bei 30%, denke ich hier. Der moduliert nur oben, irgendwie, aber gut, ist klar, als Rechteck, dann nimmt er den Bezugspunkt auf unten, das Ausziehen. Aber wir haben ein Rechtecksignal. Jetzt probieren wir 1 MHz mal nochmal auf Mittelwelle. Mal 1 MHz probieren. Ups. Genau, 1 MHz, das müssten wir da auch empfangen, aber ganz, ganz schwach. Ist klar, ah, da schaut das Signal dann schon so aus, mal Autoset machen und hier, wir haben 5 Volt pro Kästchen, ne, 5 Volt ist das Signal groß, ich habe 1 Volt, 1, 2, 3, 4, also 4 Volt Signal, geht bis 5 Volt hoch, ist bei 4 Volt, also kann er 1 Volt Modulation machen, gehen wir wieder auf Mittelwelle, wieder auf 1 MHz. Ja. Funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt kann ich das Kofferradio noch nehmen. Ich probiere das Ganze mit dem Kofferradio mal nochmal. Mal gucken, wie es mit dem Kofferradio ist. Okay, mein Kofferradio funktioniert scheinbar auch. Aber ich habe da ein bisschen mehr Störungen drin. Wohl. Dann müsste ich dafür sorgen, dass das Signal stärker wird. Ich müsste bei Antenne hier, da wo ich das Signal habe, wie das Signal aussieht, wissen wir jetzt hier mittlerweile. Dann kann ich mal das Ostsi abstecken. Dann tun wir mal da, wo Antenne ist, einfach nur eine Leitung anstecken. Und die Leitung über das Radio legen. Und hier. Also es geht schon von der Lautstärke her. Moduliert nicht stark, aber wenn der Sender stark ist, geht es auf Mittelwelle. Also 1 MHz funktioniert schon mal, die Frequenz stimmt ja auch. Dann gehen wir mal wieder weiter. Ah, das hier ist nur der Ausgang. Das ist der Antennenausgang. Stecke ich mal den zweiten an. Und hier den zweiten Oszillator, der bei 3 MHz ist. Dann muss ich auf Kurzwelle umschalten. Kurzwelle. Normalerweise muss ich bei 6 MHz den empfangen. Tue ich auch. Ich mache ein bisschen leiser. Verziert anscheinend schon ein bisschen. Also bei 6 MHz empfange ich die doppelte Frequenz bei dem von den 3 MHz Oszillator. Dann gehen wir mal auf den 5 MHz. Und den 5 MHz, weil er ein Rechtecksignal, also der macht ja wirklich auf allen drei Frequenzen ein Rechtecksignal.
Also bei 5 MHz, da müsste man den bei 5, bei 10 und bei 15 MHz empfangen. Also nehmen wir mal 5 MHz. So, jetzt müsste ich den, weil ich 5 nicht mehr empfange, jetzt müsste ich dann mal auf 10 MHz drehen. Ich empfange ihn aber hier auch. Ja, weil ich schätze, weil er zu stark ist. Die doppelte Frequenz. Ja, bei 15 empfange ich ihn auch, aber weil der so stark ist jetzt, weil ich das Kabel hier nicht, nee, von der Antenne gelegt habe. Weil der wirklich ein Rechtecksignal macht, dadurch empfängt man den wirklich sehr oft. Und weil der das Radio auch noch Spiegelfrequenzempfang hat. Aber es funktioniert, ist nicht besonders stark. Es hat gut, es hat 5 Volt Pegel, also man kann das Ding verwenden, aber es macht Rechteck und kein Sinus. Das heißt, es sendet auf sehr vielen Frequenzen gleichzeitig. Aber so von der Audioqualität ist es, glaube ich, denke ich, ganz gut. Und ich glaube, hauptsächlich gut kann man das bei Mittelwelle verwenden. Wenn ich den mal wieder auf 1 MHz stelle. Hier Ausgang mal auf 1 MHz. Dann Oszillator auf 1 MHz. Ich empfange es auf Kurzwelle auch. Jedes volle MHz müsste ich das empfangen. Ich empfange das echt oft. Wohl wahrscheinlich, weil die Antenne hier ganz schön reinkommt, wird, aber auf Mittelwelle. Genau bei 1 MHz empfange ich es gut, sonst müsste ich es nirgendwo empfangen auf Mittelwelle. Ne, sonst nirgendwo. Auf 1 MHz. Auf andere Sender. Und meine Geräte, die stören, wie Ostsee und so. Also an sich funktioniert das Ding. Ja. Und am Ast hier hat man ja gesehen, es macht ein 4-Volt-Signal. 4 Volt hoch, 4 Volt runter. Also, ja, man moduliert dann mit dem Trafo dann durch Audio wohl auf bis auf 5 Volt und bis auf 3 Volt runter. Also es macht keine 100% Modulation, aber es funktioniert. Auch wenn es hier Rechtecksignal ausgibt und die Schrauben hier nicht massiv sind. Da habe ich 50 Hertz gemessen, weil ich quasi einen offenen Tastkopf hatte. Aber so eigentlich funktioniert es. Man muss halt immer dann den umschließen und den. Und die Antenne. Klar, so empfange ich den auch noch. So schlecht, aber auch 1. Man muss es schon so machen, 1,1 oder 2,2 oder 3,3. Je nachdem, was man haben will. Aber so für Mittelwelle ist es, glaube ich, am besten. Kurzwelle kann man auch machen. Aber auch wenn ich auf 1 MHz Mittelwelle gehe, dann kann ich den auf 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter MHz noch empfangen. Ja. Auf Kurzwelle auf 11. Weil ein Rechtecksignal extrem viele Oberwellen hat und ich das wirklich jedes MHz empfange. Dazu kann ich jetzt nochmal ganz kurz mit dem Scanner gucken. So, dann gucke ich mal mit dem Funkscanner. Ich bin auf 1 MHz. Ich habe das Ding auf 1 MHz gestellt. Jetzt zeigt sich dann gleich der Nachteil an dem Sender, weil der Rechtecksignal macht. Auf 1 MHz empfange ich den, auf 2 MHz. 2 MHz ist klar, ja. Dann auf 3 MHz gucken. Ich habe einen Abschwächer auch drin. Gut, der liegt daneben bei 3 MHz. Dann bei 4. Dann bei 5. Bei 6. Bei 7. Bei 8. Bei 9, bei 10 MHz, 11, 12, 13, echt, da kann ich ewig so weitergehen, 14, schwächer, 15, der ist knapp unter 1 MHz, ja, da geht's, 14 MHz geht da noch, machen wir mal 20, dann packen wir den auch, 40 MHz,
40 MHz auch. 80 MHz. 80 MHz im Grundmarin auch. Okay, der geht nicht mehr weit bei 80. So stark sind die Flanken des Richtigs dann doch nicht. 90. Der mal auf 100. 110 mal. Ein Rechtecksignal sendet wirklich jedes volle Megahertz. 110, 120 MHz. 120 MHz. Okay, mal 150 gucken. Nee, 100. Ah, 15 MHz auch ziemlich stark. 150. 150 MHz entfällt man den auch noch. Mal auf 300. Schwach, aber man empfängt ihn auf 300 MHz immer noch. Mal auf 500 MHz. Auf 500 wohl nicht mehr. 600 auch nicht mehr. Aber bis 150 MHz empfängt man den schon noch. Also jetzt 100, 140 ist ja nicht mal so schwach. Also der 1 MHz Quarz, der sendet wirklich jedes volle Megahertz. Wenn ich da die Frequenz jetzt ändere, und 41 ist auch wieder da, dann bei 142, das ist wieder schwächer, aber jedes volle Megahertz sendet, ja, das ist ein Sender, der jedes Megahertz sendet. In der 43 MHz sendet er wieder stärker. Ja, also so ein Rechtecksignal sendet wirklich jedes Megahertz. Da müsste man eigentlich einen Filter dran machen, der dann wirklich nur die gewünschte Frequenz rausfiltert, weil der auf jeden Megahertz ein Trägersignal macht, weil der Ausgang eben ein Rechtecksignal ist. Was bedeutet, ungerade Operwellen sind extrem hoch, ungerade hat er unendlich viele, okay, gerade hat er auch, aber gerade ist glaube ich nicht so stark. Auf 143 ist er stärker, auf 144 müsste er schwächer sein, weil es wieder eine gerade Vielfache. 144 ist schwächer, dafür müsste ab 145 wieder stärker sein. Genau, 145 ist schwächer. Also ein Rechtecksignal macht hauptsächlich die ungeradzahligen Operwellen. Das heißt, 1 MHz stark, 2 MHz schwächer, 3 MHz stark, 4 schwächer, 5 stark, 6 schwächer, 7 stark und so weiter. Also die dreifache Frequenz, die fünffache, die siebenfache, die neunfache und hier die 145-fache Frequenz. Also ein Rechtecksignal beinhaltet eigentlich alle ungeradzahligen Vielfache der eigenen Frequenz, weil der Sender hier, ja, der macht ein Megahertz Rechteck, weil die Oszillatoren sind alles Rechteck-Oszillatoren, die geben alle ein Rechtecksignal aus und das Rechtecksignal wird direkt hier auf Ant gegeben und damit sendet der wirklich, ja, auf ziemlich vielen Frequenzen, hauptsächlich auf den ungeraden, und das ist ziemlich hoch. Mal schauen, 301 auch noch da, jetzt nicht mehr so stark, ich habe jetzt nicht vollen Pegel, ich bin ja sehr nah dran, aber sogar auf 300 MHz noch. Bei 500 dann glaube ich nicht mehr, doch, 501, 501 MHz auch noch. Okay. Ja gut, wenn er so da liegt, wenn ich den ganz nah habe, dann ja. Und wenn ich einen Meter weggehe, werde ich es nicht mehr empfangen. Also je höher die Frequenz, desto schwächer wird es allgemein. Aber es sind trotzdem ziemlich viele Frequenzen. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.